Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Heute geht es um Eat, Pray, Love, in dem Julia Roberts in Italien isst, in Indien meditiert und auf Bali liebt. Du wirst lange leben, viele Freunde haben, viele Erfahrungen machen. Du wirst dein ganzes Geld verlieren. Keine Angst, du wirst alles wieder zurückholen. Und du kommst wieder zurück nach Bali. Und dann werde ich dir alles beibringen, was ich weiß. Eat, Pray, Love ist ein erwachsener und reifer Film, der rundum gut besetzt, gespielt und geschrieben wurde. Letzteres ist keine große Überraschung, immerhin basiert er auf dem gleichnamigen weltweiten Bestseller. Julia Roberts gibt eine perfekte und ehrliche Vorstellung auf der Suche nach sich selbst und die Männer um sie herum gehören allesamt zu den Besten. James Franco, der wohlverdient ein sehr gutes Jahr hat, spielt hier den jungen Lover und mit dem macht kein Film was falsch. Richard Jennings ist wie immer fantastisch und zeigt uns schon wieder eine völlig neue Seite an sich als Julias spiritueller Türöffner im Ashram. Und der großartige Javier Bardem ist dabei als der potenziell Richtige für sie. Und besser als Bardem geht sowieso kaum. Allein die Chemie zwischen ihm und Julia ist es wert, den Film zu sehen, finde ich. Produzent Brad Pitt hat mal wieder den richtigen Riecher bewiesen. Der Film ist ein Fest für die Sinne, er ist ehrlich, weise und schön, auch wenn er wohl eher nur etwas für einen reinen Frauenabend ist. Ich habe den perfekten Mann für dich. Jeder hat eine kleine Liebesaffäre auf Bali. Bist du verheiratet? Jeder braucht Ehemann. Ich habe Leute so satt, die mir sagen, ich bräuchte einen Mann. Du brauchst keinen Mann, Liz. Du brauchst einen Helden. Der Film ist für alle freigegeben und startet in Deutschland und der Schweiz am 23.09., in Österreich am 24.09. Ich gebe Eat, Pray, Love ein B, denn er ist gut. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen. Außerdem würde mich mal interessieren, ob du das Buch gelesen hast und wie dir in diesem Fall die Verfilmung gefällt. Wenn du jede Woche regelmäßig meine Kritiken zu den neuesten Hollywood-Kinostarts erhalten möchtest, bitte abonnieren. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, auch Daumen hoch werten und kommentieren. Wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.